Der 4. November 2011 wird noch lange als trauriger Tag in der Geschichte der Stadt Zwickau gelten. An diesem Tag flog der nationalsozialistische Untergrund auf. Der NSU war eine neonazistische terroristische Vereinigung in Deutschland, die um 1999 zur Ermordung von Menschen mit Migrationshintergrund aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven gebildet wurde. Die Täter lebten unter uns. Die aus Jena stammenden Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe lebten am Ende in Zwickaus Frühlingsstraße. Auf ihr Konto gingen in den Jahren zwischen 2000 und 2007 Morde an 9 Migranten und einer Polizistin, 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Bekannt wurde der NSU am 4. November 2011, als Mundlos und Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil aufgefunden wurden. Zeitgleich brannte Zschäpe die Wohnung in der Frühlingsstraße ab. Was folgte, waren jahrelange Ermittlungen. Zschäpe wurde mittlerweile der Prozess gemacht. Zwickau ist seitdem immer wieder mit diesen Taten in Verbindung gebracht worden. Aber die Bürger dieser Stadt haben Zeichen gesetzt und sich dagegen gewehrt, als braune Stadt bezeichnet zu werden. Zwickau sei keine Brutstätte rechter Gewalt. Auch Zwickaus ehemalige Oberbürgermeisterin Pia Findeis machte sich immer stark und betonte immer wieder, dass Zwickau lebens- und liebenswert sei. Im Gedenken an die Opfer des NSU wurde genau 5 Jahre nach dem Auffliegen der Terrorzelle ein Zeichen gesetzt. So haben wir damals darüber berichtet. Auch bei uns von Television Zwickau wurden in den letzten Tagen die Erinnerungen wieder wach an die Zeit, als Journalisten aus ganz Deutschland nach Zwickau gekommen waren, nachdem sie Kenntnis davon erlangt hatten, was sich eigentlich keiner vorstellen konnte. 11 Jahre lang hatte der nationalsozialistische Untergrund hier in Zwickau Unterschlupf gefunden und von hier aus agiert. Nachdem Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sich das Leben genommen hatten, jagte Beate Zschäpe das Haus in der Frühlingsstraße in die Luft. Nach und nach wurde klar, wer hier jahrelang als unbescholtener Bürger gelebt hatte. Über Monate war die Polizei damit beschäftigt, aus den Trümmern des Hauses Beweismittel zu sichern. Beate Zschäpe wurde in Haft genommen und es läuft ein zäher Prozess, bei dem noch kein Ende abzusehen ist. Seit diesen Vorkommnissen hat Zwickau Schaden genommen. Die Schumann- und Automobilstadt kämpft dagegen an. Dank eines starken Demokratiebündnisses wird immer wieder gezeigt, dass es Zwickau nicht verdient, als Braun oder Hochburg der rechten Szene bezeichnet zu werden. Aktuelle Beispiele dafür sind unter anderem die Aktion Zwickau zeigt Herz. Das interkulturelle Fest auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Um die Vorkommnisse vom 4. November 2011 umfassend aufzuarbeiten und der Opfer zu gedenken, gingen am vergangenen Samstag rund 600 Menschen in Zwickau auf die Straße. Treffpunkt war der Zwickauer Hauptbahnhof, auf dem sich ab 14 Uhr rund 600 Anhänger der linken Szene versammelten. Organisiert wurde die Aktion vom Hamburger Bündnis Irgendwo in Deutschland. Uns liegt heute besonders am Herzen, darauf hinzuweisen, dass Neonazis jahrelang unentdeckt morden konnten, dass die Polizei rassistisch ermittelt hat, aber dass auch in der Gesellschaft niemand darauf aufmerksam geworden ist, weil der Rassismus so verbreitet ist, dass jegliche Polizeimeldungen, Pressemeldungen, die alle sehr rassistisch gefärbt waren in der Zeit, dass die einfach ignoriert wurden und nicht bemerkt wurden. Die Betroffenen wurden überhaupt nicht gehört, die haben versucht, ihre Stimme zu erheben. Es gab 2006 Demonstrationen, die genau darauf hinweisen sollten, das hat einfach niemanden interessiert und wir wollen darauf aufmerksam machen. Wir wollen aber gleichzeitig natürlich auch an die Opfer des NSU hier heute gedenken und deswegen sind wir hier in Zwickau. Klare Worte fand sie aber auch, was die Rolle der Stadt angeht. Ja, also wenn eine Stadt wie Zwickau, wo der NSU nun mal gewohnt hat, auch ein bisschen Verantwortung für so eine Geschichte übernimmt, ist das natürlich etwas, was ein Stadtklima verändern kann, wenn man einfach zugibt, die haben hier gewohnt, das hat auch Gründe. Es gab eine starke Neonazi-Szene, die einfach die drei hier aufgefangen hat, für so etwas Verantwortung übernehmen und nicht einfach nur wegschieben. Und das hilft im Zweifel ja auch der Stadt. Dann wird es heute hoffentlich eine friedvolle Demonstration werden.
Ja, das ist unser Plan. Die Demonstration ist sehr inhaltlich aufgestellt. Wir haben viele Redebeiträge an den Zwischenkundgebungen, die entsprechend nochmal auf die Themen aufmerksam machen. Und ja, wir freuen uns auf die Demonstration. Nachdem die Regularien für die Demonstration, die unter anderem das Verbot von Alkohol und Drogen beinhaltet haben, über Lautsprecher an die Teilnehmer gegeben wurden, setzte sich der Dross, begleitet von einem Polizeiaufgebot, in Bewegung. Es folgte ein friedlicher Marsch durch die Zwickauer Innenstadt. Auf mitgeführten Transparenten, Bannern und Schildern riefen die Teilnehmer einerseits zur vollständigen und umfassenden Aufklärung der NSU-Taten auf, wollten aber andererseits auch der Opfer dieser grausamen Taten gedenken. In der weiteren Folge wurden Bäume im Gedenken an die Opfer des NSU gepflanzt. Bundeskanzlerin Merkel war genau vor einem Jahr gekommen und besuchte diesen Ort am Schwanenteich. Auch 10 Gedenkbänke entstanden, die beispielsweise heute am Zwickauer Schumannplatz standen, um der Opfer zu gedenken.